Und ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 6. Zweite und dritte Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur steuerlichen Förderung des Mietwohnungsneubaus. Zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung liegen ein Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90 Grüne sowie je ein Entschließungsantrag der Fraktion der FDP und der Fraktion Bündnis 90 Grüne vor. Für den Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90 Grüne werden wir später eine namentliche Abstimmung machen. Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für die Aussprache 38 Minuten vorgesehen. Ich höre keinen Widerspruch. Dann ist das so beschlossen und ich eröffne die Aussprache. Die erste Rednerin ist die Kollegin Chancel Kieseldeppe. Also die Große Koalition will Investitionen in bezahlbare Wohnungen fördern. Dazu soll es bis Ende des Jahres 2021 eine befristete Sonderabschreibung geben. Hören wir jetzt die erste Rednerin Chancel Kieseldeppe für die SPD. Kolleginnen und Kollegen, die Mieten in unserem Land explodieren und bezahlbarer Wohnraum wird immer knapper. Und genau aus diesem Grund ist einer der Schwerpunkte dieser Koalition eine Wohnraumoffensive. Heute ist auch ein besonderer Tag, weil wir heute den Schutz für Mieterinnen und Mieter ausbauen. Einige Punkte möchte ich hier herausgreifen. Die Modernisierungsumlage wird begrenzt. In Zukunft sind statt 11 nur noch 8% umlegbar. Und die Kosten dieser Umlage werden gekappt, insbesondere für günstige Wohnungen, um hier Mieterinnen und Mieter auch nicht raus modernisieren zu lassen. Wer das auch vorhat, also das gezielte Herausmodernisieren auch vorhat, bewusst, der soll in Zukunft mit einem Bußgeld von bis zu 100.000 Euro bestraft werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ein ganz besonderer Punkt, für den ich mich auch seit Längerem schon einsetze, ist, dass für soziale Träger die Schutzlücke, die notwendige Schutzlücke geschlossen wird. Und zwar soll hier zukünftig nicht mehr das Gewerbemietrecht gelten, sondern der Schutz des sozialen Mietrechts mit stärkerem Kündigungsschutz wird auf die sozialen Träger ausgeweitet, und das ist ein Riesenerfolg. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Bund macht aber noch mehr. Wir wollen mehr Geld in den sozialen Wohnungsbau stecken, insgesamt 5 Milliarden Euro in dieser Legislatur. Und dazu haben wir heute auch das Grundgesetz geändert. Ab nächstem Jahr wird es also nicht befristet mehr gelten, sondern es wird entfristet, weil das Grundgesetz geändert wurde. Wir haben aber auch die Bundeshaushaltsordnung geändert, sodass öffentliche Liegenschaften in Zukunft nicht mehr meistbietend veräußert werden können, wie das in meinem Wahlkreis beim Dragoner-Areal ja der Fall war und der Vertrag jetzt rückabgewickelt wird. Nein, in Zukunft sollen öffentliche Liegenschaften des Bundes verbilligt an die Kommunen abgegeben werden können, wenn sozialer Wohnungsbau geplant ist. Wir werden auch das Wohngeld reformieren. Darüber hinaus auch ein ganz besonderes Anliegen von mir, die Share Deals, die es ermöglichen, die Grunderwerbsteuer zu umgehen, sollen abgeschafft werden. Das haben wir uns auch vorgenommen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das alles sind Projekte der Koalition, die in der Summe den Namen Wohnraumoffensive verdienen. Aber heute in dieser Debatte geht es auch um ein weiteres Instrument. Der vorliegende Gesetzentwurf möchte auch einen steuerlichen Anreiz setzen, um den Mietwohnungsneubau anzukurbeln. Und damit diese Förderung nicht aus der Spur läuft, damit also nicht nur Luxuswohnungen entstehen, haben wir verschiedene Leitplanken gezogen. Die eine ist, dass die Herstellungskosten begrenzt werden auf 3.000 Euro pro Quadratmeter. Ansonsten gibt es eben keine Förderung. Die Bemessungsgrundlage wird auch auf maximal 2.000 Euro pro Quadratmeter begrenzt, damit eben keine teuren Wohnungen entstehen können. Und die geförderten Wohnungen müssen für eine gewisse Zeit vermietet werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist nicht alles, was wir erreicht haben in diesem Gesetzentwurf. Auch für Genossenschaften haben wir hier einen Punkt gesetzt. Wir haben erreicht, dass in Zukunft
Wohnungsgenossenschaften in ihrem Vermietungsgeschäft auch dann steuerfrei bleiben, wenn die bisherige 10%-Grenze überschritten wird, weil wir nämlich diese schädliche Grenze auf 20% angehoben haben. Wohnungsgenossenschaften können in Zukunft Mieterstrom herstellen, auch wenn das 20% der Tätigkeit übersteigt. Und das ist, glaube ich, auch eine gute Nachricht für die Genossenschaften in unserem Land. Vielen Dank. Chancel Kiesel-Tepe für die SPD, hier die erste Rednerin zu diesem Tagesordnungspunkt. Und ein Nachtrag noch zur Kandidatur von Mariana Haarder-Kühnel von der AfD zur Bundestagsvizepräsidentin. Die AfD hatte sich ja zurückgezogen zu einer Fraktionssitzung. Und wir haben jetzt zumindest erfahren, dass die Kandidatin noch zweimal antreten will. Durchaus, diese zwei Wahlgänge stehen ihr ja noch zu und sich auch anbietet, vorzustellen bei den anderen Fraktionen. Allerdings wird es heute keinen weiteren Wahlgang geben, sondern erst im Dezember. Deswegen können wir uns jetzt ganz hier dem Tagesordnungspunkt des Mietwohnungsneubaus widmen. Udo Hammelgarn für die AfD ist jetzt am Rednerpult. Seitdem hat sich ein Wohnungsmangel insbesondere in den Metropolen aufgebaut, der mehr als nur besorgniserregend ist. Die Erwartungen an den vorgelegten Gesetzentwurf waren deshalb von unserer Seite hoch. Doch es ist kaum zu fassen, welcher Murks hier dem Parlament zur Abstimmung vorgelegt wird. Die Bauwirtschaft in unserem Land ist zu fast 100% ausgelastet und auch mit richtigen Ideen lässt sich höchstens ein Neubauzuwachs von einigen Prozenten erzielen. Wir haben Ihnen doch vernünftige Vorschläge gemacht zur Behebung der Wohnraummisere, Reduktion der Grunderwerbsteuer, Aussetzen der Energieeinsparverordnung, Aufhebung der Mietpreisbremse, Erhöhung der linearen Abschreibung auf 3% per anno. Was die Bundesregierung hier jedoch vorlegt, ist ein Witz. Wie man in einen heißgelaufenen Markt auch noch Steuergeld hineinwerfen kann, ist mir ein Rätsel. Das entspricht in keinster Weise den Marktgesetzen. Ihr blanker Aktionismus und die kopflose Reaktion liegt doch einzig und allein darin begründet, dass Ihre Zustimmungswerte bei den Bürgern derzeit schmilzen wie Schnee in der Sonne. Selbst in der Sachverständigenanhörung, hören Sie gut zu, in der letzten Woche konnte kein Experte Ihrem Gesetzesvorschlag etwas Positives abgewinnen. Mit dem Mietrechtsanpassungsgesetz, das heute noch behandelt wird, und in diesem hier vorliegenden, sprechen Sie beide Mal die gleiche Klientel an, den privaten Investor. Durch das eine erhält er Zuckerbrot, durch das andere die Peitsche. Was ist das für eine Logik? Dass Sie mit Ihrem Handeln die Immobilien- und Mietpreise weiter nach oben treiben, ist beschämend. Die angesetzten Kostengrenzen für die Schaffung von Wohnraum sind mit 3.000 Euro pro Quadratmeter gerade in den Hotspots, dort wo die Wohnungen gebraucht werden, viel zu niedrig angesetzt. Sollten größere Investoren wider Erwarten doch in der Lage sein, mit niedrigeren Kosten auszukommen, scheitern diese mit Sicherheit an der De Minimis-Grenze von 200.000 Euro. Hier noch ein ganz besonderes Schmankerl. Nach dem vorliegenden Gesetzentwurf soll die Herstellung von Wohnungen in jedem Staat, der Mitglied im europäischen Wirtschaftsraum ist, gefördert werden. Ich frage mich ernsthaft, warum? Mit dem Geld des deutschen Steuerzahlers würden dann nicht nur Wohnungen in Griechenland, Spanien oder Italien steuerlich gefördert, sondern auch in Island oder Norwegen. Welches Interesse hat der deutsche Steuerzahler an der Errichtung von Mietwohnungen in Reykjavik, Pisa, am Ballermann oder in Französisch-Guayana? Es liegt auf der Hand, dass die deutsche Wohnraummisere, die Sie verursacht haben, damit nicht gelöst werden kann. Die Bundesregierung hat das Ziel ausgegeben, in dieser Legislaturperiode 1,5 Millionen neue Wohnungen zu bauen. In diesem Jahr werden es gerade einmal 300.000. Ihr Ziel ist eine Illusion und bleibt eine Illusion. Die Nachfrageseite wird von Ihnen erst gar nicht behandelt. Welche Maßnahmen wären zu ergreifen, um den Nachfragedruck zu reduzieren? Erstens, die Infrastruktur auf dem Land muss dringend und nachhaltig verbessert werden, über- und unterirdisch. Um auf eine aktuelle politische Äußerung zu reagieren, jawohl, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch die letzte Milchkanne braucht schnelles Internet. Nur so kann sich von modernen, digital operierenden Transportsystemen abgeholt werden. Nur so entsteht neben mir eine Molkerei mit neuen, trendigen Angeboten. Zweitens, Frau Bundeskanzlerin Merkel, nehmen Sie endlich den Migrationsdruck von diesem Land. Selbst Ihre politische Weggefährtin und frühere amerikanische Außenministerin Hillary Clinton hat es in dieser Woche gefordert. Schieben Sie endlich konsequent abgelehnte Asylbewerber ab. Dort, wo es möglich ist, sind subsidiär Schutzberechtigte in ihre Heimat zurückzuführen. Ich habe im März
Syrien besucht. Und ich kann Ihnen sagen, über 90% des Landes sind befriedet. Immer mehr syrische Flüchtlinge kehren aus dem Ausland in ihre Heimat zurück. Die UN spricht von mehr als 1 Million seit Anfang dieses Jahres. Nur aus Deutschland geht das nicht. Gut. Jetzt sage ich Ihnen im Anschluss. Sie können mich ja gleich fragen, sollte diese Regierung am 10. Dezember auch noch den Global Compact of Migration unterzeichnen, werden Sie das genaue Gegenteil erreichen, eine Erhöhung des Migrationsdrucks zum Nachteil unseres Landes und unserer Bürgerinnen und Bürger. Sie haben vermutlich nicht annähernd eine Vorstellung davon, wie sich der deutsche Wohnungsmarkt dann darstellen wird. Insgesamt lässt sich feststellen, das Gesetz zur steuerlichen Förderung des Mietwohnungsbaus ist völlig unsinnig und ist das Papier nicht wert, auf dem er steht. Ihr Gesetz ändert nichts an den bestehenden Problemen. Wir lehnen es ab. Vielen Dank. Sagt Udo Hemmelgarn für die AfD-Fraktion. Nächster Redner ist für die Fraktion der CDU-CSU der Kollege Olaf Gutting. Und er sitzt im Finanzausschuss des Bundestages. Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist vollbracht. Der von der Bundesregierung eingebrachte Gesetzentwurf zur steuerlichen Förderung des Mietwohnungsneubaus wird heute im zweiten Anlauf, nachdem wir schon in der letzten Legislaturperiode uns daran versucht haben, endlich abgeschlossen. Mein Wunsch, mein Appell aus der ersten Lesung ist gerade mal 6 Wochen her, dass wir diese Sache hier schnell verabschieden, dass der Gesetzentwurf schnell verabschiedet ist in Erfüllung gegangen. Und ich möchte mich dafür ganz herzlich bedanken bei meinen eigenen Kollegen in der eigenen Fraktion, aber auch beim Koalitionspartner der SPD. Vielen Dank für die Arbeit, die wir hatten in vielen Berichterstattergesprächen, in Einzelgesprächen. Und ich glaube, wir haben in diesem Fall alle Punkte und alle möglichen Problemstellungen ausgiebig und ausreichend diskutiert. Und der Dank gilt natürlich auch dem Ministerium, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des BMF für die Unterstützung, für die Hilfestellung in vielen Bereichen und für die Zurverfügungstellung von Umdrucken und weiteren Erläuterungen. Kolleginnen und Kollegen, gegen die angespannte Lage an vielen Wohnungsmärkten in Deutschland helfen aus meiner Sicht 3 Dinge. Erstens bauen, zweitens bauen, drittens noch mehr bauen. Und dieses Gesetz wird dabei helfen. Es ist ein Baustein in unserer Wohnraumoffensive. Und ich glaube, wir sollten hier nicht so tun, als ob das das Einzige wäre, was wir hier tun, als ob das die einzige Maßnahme wäre, die wir derzeit auf den Weg bringen. Die GroKo tut im Bereich Wohnraum viel mehr. Das Baukindergeld, der Stärkung des sozialen Wohnungsbaus, Förderung des altersgerechten Umbaus, Fortführung Städtebauförderung, Baulandmobilisierung, Bauordnungsrecht weiterentwickeln und die Verbesserungen bei der Wohnungsbauprämie, die anstehen und, und. Das ist viel und man muss sich schon die Mühe machen, diese steuerliche Förderung des Mietwohnungsneubaus im Gesamtkonzept dieses Gesamtpaketes zu sehen. Lassen Sie mich noch mal kurz die Eckpunkte dieses Gesetzes skizzieren. Es handelt sich ja um eine befristete Sonderabschreibung, um den Neubau von bezahlbaren Mietwohnungen einen zusätzlichen Impuls zu geben. 4 Jahre jährlich zusätzlich 5% zur linearen Abschreibung hinzu, das ist ohne Frage ein Anreiz für viele private Investoren. Und um die Förderung zielgenau auf bezahlbaren Wohnungen auszurichten, haben wir ja festgelegt, dass die Anschaffungs- und Herstellungskosten ohne Grund und Boden 3.000 Euro pro Quadratmeter nicht übersteigen dürfen. Jetzt gab es ja viele Fachgespräche im Verlauf der letzten Tage und Wochen, und da gab es auch Kritik über diese 3.000 Euro. Man muss schon zugeben, diese 3.000 Euro werden in den nächsten Jahren sportlich sein. Aber sie sind eben auch der notwendige Anreiz, um innovativ, um kostengünstig zu bauen, weil wir wollen keinen Luxuswohnraum, sondern wir wollen bezahlbaren Wohnraum. Und in den Gesprächen wurde deutlich, die einen sagen, die Grenze ist zu niedrig, die anderen sagen, die Grenze ist zu hoch. Meine Erfahrung der letzten Jahre zeigt, dass wir in der Argumentation, wenn sie so läuft wie bisher, genau richtig liegen. Wir liegen in der Mitte und deswegen sind die 3.000 Euro auch vertretbar und richtig. Und ich bin auch nach unserer Anhörung bestärkt, dass diese Sonderabschreibung genutzt werden wird. Jede einzelne zusätzliche Wohnung zählt
und steuerliche Anreize haben in Deutschland, in diesem Land schon immer ihre Wirkung gezeigt. Und deswegen bin ich zuversichtlich, dass dieses Gesetz Wirkung zeigen wird. Und im Übrigen, den Quatsch, den Sie da gerade von der AfD erzählt haben, von Reykjavik und dort Wohnungsbauern. Erstens, Ferienwohnungen sind mit diesem Gesetz ausgeschlossen. Zweitens, derjenige, der diese Förderung in Anspruch nehmen will, der muss ja deutscher Staatsbürger sein, der muss hier einen Wohnsitz haben. Deswegen ist das, was Sie da gerade erzählt haben, schlicht nicht richtig. Erwähnenswert ist, dass wir diese Sonder-AFA auch mit anderen Wohnungsneubauförderungen kombinieren können. Das heißt, die Sonder-AFA ist immer auch kumulativ nutzbar, und das ist ein wichtiger Aspekt in der Diskussion darum, dass wir hier keine Mietpreisbindung haben. Wenn zum Beispiel eine soziale Wohnungsbauförderung mit einer Mietpreis- oder einer Belegungsbindung kombiniert wird mit dieser Sonder-AFA, dann bleibt selbstverständlich diese Mietpreisbindung im Programm bestehen. Das heißt, die AFA, die Sonder-AFA kann zusätzlich zu mietpreisgebundenen Wohnraumerstellung genutzt werden. Oder bei möglichen Förderprogrammen für die Aufstockung von Gebäuden und für die Dachgeschossaufbauten. Auch hier ist eine kumulative Nutzung möglich. Und das ist wichtig, weil wir damit gerade diese Maßnahmen, die ja kein zusätzliches Bauland verbrauchen, noch mal extra fordern können. Das hat auch einen ökologischen Aspekt. Und deswegen ist diese Sonder-AFA mit der Möglichkeit, sie zu kombinieren mit anderen Fördermaßnahmen, goldrichtig. Uns ging es in den Beratungen vor allem auch darum, dass wir das Gesetz nicht mit unnötiger zusätzlicher Bürokratie überfrachten. Das Gesetz ist so, wie es jetzt vorliegt, effektiv, es ist praxistauglich und es kann das Ziel, im Mietwohnungsneubau zusätzliche Impulse zu geben, unbürokratisch erreichen. Und allen kritischen Stimmen sei gesagt, dieses Gesetz ist ja nicht für die Ewigkeit. Dieses Gesetz haben wir ganz bewusst beschränkt und begrenzt für Baumaßnahmen, die bis 2021 begonnen werden. Und niemand hindert uns im Übrigen auch daran, dieses Gesetz gegebenenfalls anzupassen, die Förderung eventuell zu verlängern oder weitere flankierende Maßnahmen zu ergreifen. Wir müssen unabhängig von dem heutigen Schritt darüber nachdenken, wie wir die steuerlichen Rahmenbedingungen beim Mietwohnungsbau insgesamt auf die neue Füße stellen können. Und da ist auch ein Aspekt die Abschreibungsdauer von aktuell 50 Jahren. Die wird heute von vielen Sachverständigen als viel zu lang erachtet. Der wirtschaftliche Verbrauch bei Mietobjekten geht in der Realität oft viel schneller vonstatten. Und deswegen sollten wir darüber nachdenken, ob wir mit einer Änderung der linearen Abschreibung von 2% auf 3% einen weiteren nachhaltigen Anreiz für Investitionen in Mietwohnungsneubau schaffen. Aber das ist heute nicht hier das Thema. Darum geht es heute nicht. Wir wollen jetzt schnell und wir wollen befristet und wir wollen einen zusätzlichen Anreiz schaffen. Und das können wir mit dem heutigen Gesetz. Und deswegen können Sie hier heute auch zustimmen. Sagt Olaf Gutting für die CDU-CSU-Fraktion. Das Wort der Kollege Markus Herbrand. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der hier zur Debatte stehende Gesetzentwurf zur Förderung des Mietwohnneubaus gehört aus unserer Sicht eindeutig in die Kategorie Gesetze, die die Welt nicht braucht. Und wer das vorher nicht geglaubt hat, dem muss spätestens die dazu im Bundestag durchgeführte Expertenanhörung ja die Augen geöffnet haben. Dort haben alle geladenen Experten den Gesetzentwurf in wirklich selten gehörter Einigkeit und Eindeutigkeit regelrecht auseinandergenommen. Einigkeit bestand vor allem darin, dass dieses Gesetz vollkommen ungeeignet ist, die Probleme anzugehen, welches es vorgibt, lösen zu wollen, den Mangel an bezahlbarem Wohnraum. Dafür müsste nämlich bestenfalls ja sehr viel in sehr kurzer Zeit und möglichst unbürokratisch geschaffen werden. Und genau das schaffen wir mit diesem Gesetzentwurf nicht. Darin waren alle Experten einig. Und Frau Kollegin Kitze-Tepe, Sie hört mir gar nicht zu im Augenblick, Sie haben ja
freiwillig oder bewusst oder unbewusst in der Anhörung für einen starken Moment gesorgt, als Sie nämlich in die Runde der Experten fragten, gibt es denn hier überhaupt niemanden, der irgendwie etwas Gutes über dieses Gesetz sagen kann? Und da war betretenes Schweigen im Raume. Niemand konnte etwas Gutes zu dem sagen, nicht die Experten, und das Schweigen betraf auch die Parlamentarier. Das Gesetz ist auch deshalb so unbrauchbar, weil es seinen Anwendungsbereich so begrenzt. Nicht nur die absolute Höhe der Herstellungskosten soll begrenzt sein, darüber hinaus soll zusätzlich noch mal die Bemessungsgrundlage der förderfähigen Herstellungskosten begrenzt werden, und es soll auch noch zeitlich befristet werden. Das alles und noch viel mehr macht das Gesetz wirklich zu einem praxisuntauglichen Bürokratiemonster. Nicht nur Steuerberater, Steuerbürger und Finanzämter dürfen jetzt zukünftig die Einhaltung der verschiedenen Höchstgrenzen und Haltungsdauern überwachen und rückwirkende Änderungen bis zu 9 oder 10 Jahre vornehmen. Dieser Bürokratiewahnsinn passt tatsächlich auch 1:1 zu den jetzt bekannt gewordenen Vorstellungen des Finanzministers zur Reform der Grundsteuer. Die beiden Gesetze alleine sind geeignet, alle Bürokratieabbaubestrebungen der letzten Jahre zunichte zu machen, liebe Kollegen. Bürgerinnen und Bürger dieses Landes sollen wissen, wenn dieses Gesetz so kommt, dann können wir uns zukünftig eigentlich auch diese Anhörungen im Ausschuss ersparen. Es kann einfach nicht sein, dass ein so eindeutiges Expertenurteil von der Großen Koalition ignoriert wird, nur weil das Ergebnis nicht in den Koalitionsvertrag passt. Stellvertretend für die vielen Experten möchte ich nur eine Sache zitieren, und zwar aus der Stellungnahme des Bundesrechnungshofs, der wirklich nicht zur FDP gehört. Der Bundesrechnungshof, ich zitiere, der Bundesrechnungshof bezweifelt, dass die Zielsetzung mit dem Entwurf effektiv und effizient umgesetzt werden kann. Und weiter heißt es dort, ohne wesentliche Nachbesserungen hält er es deshalb nicht für empfehlenswert, die Gesetzesinitiative weiter zu verfolgen. Dem schließen wir uns an. Deshalb, liebe Koalitionäre, nehmen Sie bitte Abstand von diesem Gesetzesentwurf. Springen Sie über Ihren Schatten, damit eine vernünftige Regelung im Gesetz implementiert wird, die auch dauerhaft die Rahmenbedingungen dafür schafft, dass mehr Wohnraum geschaffen wird. Ersetzen Sie diesen in allen Bereichen ungeeigneten Gesetzesentwurf durch eine einfache, aber sinnvolle Alternative. Wir helfen Ihnen dabei gerne. Stimmen Sie also unserem Entschließungsantrag zu, in dem wir fordern, ganz einfach, ganz unbürokratisch, dafür aber umso effizienter, die bisher 2-prozentige lineare Abschreibung durch eine 3-prozentige zu ersetzen. Die Haushaltswirkungen sind überschaubar, wie mein Kollege Schäffler in einer Anfrage ermitteln konnte. Dann hätten wir nämlich mehr Planungssicherheit für Unternehmer und Bauherren, wirklich wirksame Anreize für Investitionen und keine unnötigen bürokratischen Hürden mehr, als wir sie ohnehin schon haben in unseren Gesetzen. Eine dauerhafte Lösung zur Bekämpfung der Wohnungsnot in Ballungszentren. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Und das hat die FDP-Fraktion hier eben noch mal in Form eines Entschließungsantrags vorgelegt, wie Markus Herbrand hier gesagt hat, und sagt, dieses Gesetz zur Förderung des Mietwohnungsneubaus, das soll nicht weiter verfolgt werden. Was sagt die Linke? Hören wir Karin Ley. Meine sehr verehrten Damen und Herren, was wir heute verhandeln, das ist ein politisches Tauschgeschäft, ein Deal. Jetzt bekommt die Union ihre Steuergeschenke für die Immobilienwirtschaft, in einer Stunde dann die SPD die Mini-Nachbesserung bei der Mietpreisbremse. In der letzten Legislatur haben sich Union und SPD mit beiden Gesetzesvorhaben noch wechselseitig blockiert. Heute sollen wir zwei ausgesprochen schlechte Gesetze beschließen. Das ist nun wahrlich kein Fortschritt, meine Damen und Herren. Schon vor einigen Jahren wollte die Union großzügige Steuergeschenke an Investoren verteilen, damit diese Wohnungen bauen. Was ist daran falsch? Es fehlt auf dem deutschen Wohnungsmarkt nun wahrlich nicht an Geld. Privates Kapital gibt es genug, man könnte auch sagen, zu viel auf dem Wohnungsmarkt. Es fehlt auch nicht an Investitionen in irgendwelche Wohnungen.
Der Wohnungsmarkt boomt schon seit langem, auch ohne die Sonderabschreibung. Es fehlt an bezahlbaren Wohnungen, und zwar in den Ballungszentren. Aber daran, an dieser Lücke, fordert dieser Gesetzentwurf zielsicher vorbei. Denn die Steuerabschreibungen sollen ja auch dort gelten, wo es schon jetzt zu viele Wohnungen gibt. Eine Mietobergrenze ist nicht vorgesehen. Nehmen wir mal am Beispiel die Stadt Hoyerswerda in meinem Wahlkreis. Dort gibt es jetzt schon eine Leerstandsquote von 10%. Dort kann man jetzt mit Baukosten von bis zu 3.000 Euro pro Quadratmeter ziemlich teure zusätzliche Wohnungen bauen, sie teuer vermieten und dann auch noch zu einem Drittel von der Steuer absetzen und nach 10 Jahren in eine Eigentumswohnung umwandeln. Meine Damen und Herren, das muss ja nun wirklich niemand verstehen. Aber die Zuschüsse reichen für die Metropolen hingegen nicht. Die Zeit prognostizierte deswegen unter Berufung auf das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung einen Bauboom für teure Wohnungen in ländlichen Gebieten. Sie sprach von, Zitat, Steuererleichterungen für Luxuswohnungen, und die brauchen wir wirklich nicht. Ohne eine Mietobergrenze verfehlt dieses Gesetz sein Ziel, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, wirklich komplett. Denn ohne eine Mietobergrenze wird die Förderung abgestaubt und hinterher dann möglichst teuer vermietet. Das ist doch wirklich völlig nutzlos. Und Sie entlarven sich ja selbst. Dieses Gesetz soll ja rückwirkend gelten, also ab dem 1. September 2018 geltend gemacht werden können. Das heißt, es geht gar nicht um zukünftige Wohnungen, sondern Sie subventionieren die Wohnungen, die jetzt schon geplant und finanziert sind. Das sind teure Mitnahmeeffekte, und es führt zu einem Anstieg der Baupreise. Das ist einfach nur absurd. Und wem nutzt das alles? Nicht umsonst sprach ja ein Vertreter der Immobilienwirtschaft von einem Geschenk. Ja, ist ja auch bald Weihnachten. Ein Geschenk, das zulasten der Länder und Kommunen geht. In meiner kleinen Anfrage an die Regierung gab diese zu, dass dem Bund und den Ländern jeweils 1,5 Milliarden an Steuern entgehen und den Kommunen 800 Millionen Euro. Gelder, mit denen sie selbst Wohnungen bauen können. Das gute Beispiel der Stadt Wien zeigt doch, dass eine hohe Zahl von städtischen Wohnungen der beste Garant für günstige Mieten ist. Und genau das schlagen wir als Linke auch als Alternative vor. Wir brauchen ein öffentliches Wohnungsprogramm nach Wiener Vorbild. Das ist der richtige Weg. In der letzten Legislatur hat die SPD dieses ebenso teure wie nutzlose Gesetz, das damals wie heute bei Expertinnen und Experten durchgefallen ist, noch verhindert. Jetzt stimmen Sie zu, auch ohne Mietobergrenze, für minimale Verbesserungen im Mietrecht. Ich finde, das ist ein wirklich schlechter Deal. Das ist ein politischer Kuhhandel im Interesse der Bauwirtschaft, ohne nennenswerten Nutzen für die Mieterinnen und Mieter, zulasten der Kommunen. Das kann man wirklich nur ablehnen. Der nächste Redner für Bündnis 90 Grüne, der Kollege Christian Kühn. Und er ist der Sprecher für Bau- und Wohnungspolitik der Fraktion Bündnis 90 Grüne. Ja, sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen der Großen Koalition, angesichts dieses Gesetzes fragt man sich schon, für wen Sie eigentlich Wohnungspolitik und Baupolitik machen. Also wenn ich mir das Gesetz anschaue, dann ist es eine Subvention für die Bauwirtschaft und die Immobilienlobby, aber sicher nicht für die Mieterinnen und Mieter da draußen, die im Augenblick händeringend nach bezahlbarem Wohnraum suchen. Diese Sonderabschreibung bringt nichts für den bezahlbaren Wohnungsbau. Sie ist ein wohnungspolitischer Blindflug, ja, steuerpolitisch abzulehnen. Und in einer Zeit, in der die Investoren die Panzerschränke voller Geld haben, ja, denen noch Geld hinterherzuwerfen in die eh schon überhitzten Wohnungsmärkte, ist vollkommen absurd. Vollkommen absurd. Was wir stattdessen bräuchten, ja, wären Investitionszulagen für die Kommunen oder Investitionszulagen für Genossenschaften. Aber sicher nicht für diejenigen, die im Augenblick von der Sonderabschreibung profitieren würden. Die haben wirklich genug Geld. Und ich sage mal so, ohne Mietpreisbindung macht so ein Gesetz wirklich keinen Sinn. Und
Was mich wirklich zur Weißglut getrieben hat die letzte Woche über, ist diese Anhörung, die wir im Finanzausschuss hatten. Herr Gutting, Sie haben gesagt, nach dieser Anhörung sind Sie bestärkt. Ich glaube, Sie sind der Einzige gewesen, der aus dieser Anhörung diese Haltung mit rausgenommen hat. Wirklich der Einzige. Ja? Diese Anhörung war eine schallende Ohrfeige für die Große Koalition und dieses Gesetz. Da waren alle Sachverständigen sich einig, dass dieses Gesetz in dieser Form niemand braucht, auch die Sachverständigen der Großen Koalition. Und die Kolleginnen von der SPD haben ja noch gefragt, welcher Sachverständige in dieser Anhörung findet dieses Gesetz gut? Da hat keiner der Sachverständigen die Hand gehoben, kein einziger Sachverständiger. Und dass Sie nun hier rausgehen und sagen, wir fühlen uns nach dieser Anhörung bestärkt, kann ich nicht nachvollziehen und finde ich wirklich hanebüchend. Hanebüchend ist es. Und nochmal, eine Anhörung ist ja dafür da, dass man Experten anhört. Und das, was man dann hört, muss man auch mal in sich wägen und überlegen, ob man vielleicht irgendwas anders macht. Aber dass Sie das wahnsinnig ignorieren, zeigt auch, wie Sie mit diesem Parlament umgehen und wie Sie sozusagen auch selber mit diesen Anhörungen umgehen. Sie sind Ihnen im Kern doch eigentlich egal, weil Sie nur den Koalitionsvertrag durchpauken wollen, den Sie mal in der Nacht geschlossen haben. Aber gute Ideen müssen in dieser Nacht nicht entstanden sein. Und das war eine Idee, die keiner gebraucht hätte. Und das Grundproblem dieses Gesetzes ist doch, dass Sie verwechseln, dass Baukosten nicht Marktmieten sind. Ich habe die Bundesregierung gefragt, wie entsteht ein Mietpreis für eine neu gebaute Wohnung auf einem Markt? Hat das was mit den Baukosten zu tun? Da wurde ganz klar gesagt, die Marktmiete wird genommen. Es ist egal, ob ich für 1.500 Euro oder 3.000 Euro pro Quadratmeter bauen kann. Es ist die Frage, welchen Preis ich auf dem Markt erzielen kann. Und ich sage Ihnen eins, ich habe in VWL in der 11. Klasse gelernt, dass man in einer Hochkonjunkturphase nicht noch mehr Geld in den Markt reinschütten soll, denn dann erzeugt man Mitnahmeeffekten. Und ich sage Ihnen eins, in der CDU und auch in der SPD wäre dieser VWL-Grundkurs mal dringend notwendig. Wir haben einen Vorschlag gemacht für eine Mietobergrenze. Und ich sage das auch an die Adresse der SPD. In der letzten Wahlperiode haben Sie dieses Gesetz noch abgelehnt mit der Begründung, es hat keine Mietobergrenze. Nun bringen wir hier einen Gesetzentwurf mit ein, der diese Mietobergrenze einzieht. Und ich erwarte schon von denjenigen, die sozusagen das auch in ihrer Haltung in den letzten Jahren immer wieder betont haben, dass sie heute unserem Gesetzentwurf auch hier zustimmen für eine Mietobergrenze. Denn nur mit einer Mietobergrenze wird es zu bezahlbarem Wohnraum kommen, sonst nicht. Sonst ist es ein reiner Mitnahmeeffekt, eine reine Subvention derjenigen, die sich eh schon gerade auf den Wohnungsmärkten eine goldene Nase verziehen. Dankeschön. Christian Kühn war das für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und was er hier vorgestellt hat, nämlich dass hier eine Mietobergrenze nötig ist, weil es sich ja hier um Neubau von Wohnungen handelt und die Mietpreisbremse nicht zieht. Das haben die Grünen in einen Änderungsantrag gepackt, über den gleich abendlich abgestimmt wird. Mario Mieruch jetzt als fraktionsloser Abgeordneter. Und ich bin ganz weit davon entfernt, mich als Sachverständigen zu bezeichnen. Aber als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, bin ich auch zu dem Schluss gekommen, dass das nicht so richtig sinnvoll ist. Wenn wir uns das in der Praxis einmal genau anschauen und aus der entsprechenden Beschlussempfehlung die Zahlen der Tabelle mal zusammenaddieren, kommen wir auf 810 Millionen Euro Steuermindereinnahmen, die so prognostiziert werden für die drei Jahre. Und wenn wir das durch die gewünschten 1,5 Millionen Wohnungen dividieren, kommen wir auf 540 Euro pro Wohnung. Ich schätze, die Investoren werden Schlange stehen. Wenn wir das Ganze mal mit dem zukünftigen Bauvolumen, welches das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin verknüpft und gegenüberstellt und den Anteil der Sonderabschreibung ausschließlich auf den Wohnungsneubau berechnet, dann reduzieren sich die Gesamtbaukosten in 2020 um sage und schreibe einen halben Cent pro eingesetzten Euro, in 2021 um 9 Cent und in 2022 um 28 Cent. Meine Damen und Herren, wenn in China ein Sack Reis umfällt, dann fällt hier eine Tür ins Schloss. Sich zu erhoffen, dass dadurch 1,5 Millionen neue Wohnungen gebaut werden, das ist etwas naiv oder es ist Symbolpolitik zur Wählertäuschung. Wenn wir also ernsthaft Wohnraum, günstigen Wohnraum schaffen wollen, dann müssen vernünftige Anreize gesetzt werden. Das haben wir beim letzten Mal schon diskutiert. Abbau bürokratischer Hürden, Wegfall staatlich induzierter Verteuerung von Bauvorhaben und eine Senkung des Risikos für Unternehmen, dass die Bauvorhaben durch einen
immer öfter emotional entscheidenden Bundestag ex post unrentabel werden. Kurzum, wir müssen dafür sorgen, dass unser Land nicht zu einem Risikoinvestitionsland wird. Vielen Dank. Der nächste Mario Mierhoch war das hier als fraktionsloser Abgeordneter. Und jetzt hören wir Bernhard Dahltrupp für die SPD, Sprecher für Bau, Wohnen und Stadtentwicklung. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, es gibt bestimmte Stereotypen bei Reden, die man immer wieder findet. Das wissen wir alle. Bei der AfD ist das irgendwie antieuropäisch und Flüchtlinge. Bei der FDP ist das regelmäßig das Bürokratiemonster. Dabei, sage ich mal, haben die keine Ahnung von Europa und sie keine Ahnung von Bürokratie. Denn immer, wo sie beteiligt sind, haben sie zum Aufbau von Bürokratie beigetragen, aber nie zum Abbau. Ich glaube, dass ich mittlerweile sagen kann, dass keine Sitzungswoche hier im Deutschen Bundestag vergeht, wo wir nicht über Wohnen, wo wir nicht über Bauen, wo wir nicht über Mieten reden. Das ist ein Indiz dafür, genau, du hast recht, Chris, das ist ein Indiz dafür, dass wir in der Großen Koalition dieses Thema ernst nehmen, dass wir es behandeln, dass wir liefern, und zwar nicht mit Lehrformeln, sondern mit konkreten Entscheidungen. Und da gibt es ein breites Spektrum, und da gibt es ein breites Spektrum. Da gibt es ein breites Spektrum. Und dieses breite Spektrum ist bei uns jedenfalls immer noch von der Zielsetzung, von unserer politischen Zielsetzung getragen, bezahlbaren Wohnraum für alle zu schaffen. Ja, das ist die Zielsetzung. Ich will vielleicht an dieser Stelle noch mal eben kurz sagen, wir machen heute das Mietenpaket, und zwar wirksam. Das schafft noch keinen Wohnraum. Wir machen etwas für den sozialen Wohnungsbau, zum Baukindergeld, was auch für die Wohnungsgenossenschaften gelten soll. Da sind wir, glaube ich, einer Meinung. Wir machen etwas für Förderung kommunaler Wohnungsgesellschaften, angefangen vom Bauplanungsrecht bis zum Gebäudeenergiegesetz. Wir haben fast 30 Maßnahmen im Wohngipfel beschlossen, die wir konkret umsetzen. Und das nennt man zusammen eine Wohnraumoffensive, zu der wir uns bekennen. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Nein. Und in diesem Spektrum, in diesem Bündel von Maßnahmen ist die steuerliche Förderung durch eine Sonder-AV eingebunden. Sie ist also ein Element. Und zugegeben, es ist ein Kompromiss, der viel Kritik, das ist ja gar nicht zu bestreiten, viel Kritik auf sich gezogen hat. Wir verstehen sie dennoch als einen Mosaikstein, der hoffentlich jedenfalls jetzt privates Kapital zusätzlich noch mal mobilisieren kann. Wenn es nur uns wäre auch tatsächlich die Kopplung mit einer Mietobergrenze lieber gewesen. Ich will das gar nicht bestreiten. Allerdings ist die Baukostenobergrenze, ist auch die Bemessungsgrenze bei der Förderung mit 2.000 Euro, die Baukostenobergrenze mit 3.000 Euro, mit der zeitlichen Eingrenzung bis zum Jahr 2021, mit der Festlegung von Mieten für 10 Jahre, mit der Rückforderungsoption gekoppelt, alles Bedingungen, die mietpreisbegrenzend wirken. Wir haben also keine Obergrenze durchgesetzt, das stimmt, aber einen gewissen Mietendeckel haben wir durchaus dabei. Hätten wir alternativ die lineare Abschreibung erhöht, wären jedenfalls solche zusätzlichen Anforderungen nicht möglich gewesen. Und der zeitnahe Impuls, der wäre jedenfalls nicht erfolgt. Abgesehen davon, und das war für uns eigentlich der Grund, weshalb wir die lineare Abschreibung nicht verfolgt haben, dass sie schlussendlich um ein Vielfaches teurer gewesen wäre. Und stattdessen haben wir an die Sonder-AFA andere Bedingungen gesetzt. Eben ist schon mal gesagt worden, was die räumliche Wirkung angeht. Finde immer interessant, wie man das alles vorher schon weiß, dass es auch für Dachgeschossbauten sozusagen auch in verdichteten Regionen natürlich eine Rolle spielen kann. Und unter den zusätzlichen Bedingungen will ich hier auch noch mal besonders erwähnen, was von meiner Kollegin Gisel Tepe schon genannt worden ist, die verbesserte Förderung des Mieterstroms. Und da will ich mal eins sagen, Chris, wenn du jetzt uns festnageln willst und sagst, ihr macht keine Mietobergrenze mit, dann sage ich mal, ihr macht doch diese Verbesserung des Mieterstroms für die Wohnungsgenossenschaften auch nicht mit, wenn ihr dieses Gesetz ablehnt. Da können wir offen und klar drüber reden. Also, innerhalb eines vergleichbaren Zeitraums können insgesamt 28% der förderfähigen Kosten abgeschrieben werden. Im Kern ist das ein Vorzieheffekt steuerlicher Abschreibungen, der es uns jedenfalls wert sein sollte, wenn es darum geht, zusätzlichen Wohnraum zu ermöglichen. Das wollen wir, und das machen wir übrigens auch durch die Unterstützung einer guten Grundsteuerreform und nicht durch ein Bürokratiemonster, Herr Brandt, da können Sie sich drauf verlassen. Uns ist es das wert, auch handlungsfähige Kommunen zu haben. Herzlichen Dank.
Bernhard Dahlrup war das für die SPD-Fraktion. Und einen Redner haben wir hier noch zu diesem Tagesordnungspunkt, bevor über Gesetz und Änderungsantrag abgestimmt wird. Hans Michelbach für die CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, heute ist ein guter Tag für neue Investitionen in den Wohnungsbau. Heute ist damit auch ein guter Tag für Wohnungssuchende und eine Bekämpfung der Wohnungsnot. Unser Ziel ist es, mit der steuerlichen Förderung die hohe Nachfrage nach preisgünstigen Wohnungen durch einen verstärkten Mietwohnungsbau stärker zu decken. Die Einführung einer Sonderabschreibung ist dabei der marktwirtschaftliche Anreiz für verstärkte Investitionen in den Wohnungsbau. Ohne räumliche Begrenzung wird in einem Zeitraum von 4 Jahren ein Abschreibungsvorteil auf die förderfähigen Anschaffungs- und Herstellungskosten von immerhin 28% gewährt, ein echter Anreiz, um privates Kapital in den Wohnungsbau zu steuern, meine Damen und Herren. Insgesamt wollen wir unsere Wohnoffensive mit dem Bau von 1,5 Millionen neuen Mietwohnungen in dieser Legislaturperiode sicherstellen. Öffentliche Mittel reichen dazu alleine natürlich nicht aus. Deshalb, meine Damen und Herren, ist es richtig und wichtig, auch privates Kapital für dieses Ziel zu mobilisieren. Ohne dessen geht es nicht. Die Opposition hat wieder einmal nicht mit Kritik gespart in dieser Debatte. Wir sind das gewohnt. Wenn es um Privatwirtschaft geht, kommen bekanntlich alle Ideologen aus ihrer Traumwelt heraus. Die Grünen träumen von Panzerschränken voller Geld. Aber eine zielführende Alternative habe ich von den Oppositionsbänken leider nicht gehört, meine Damen und Herren. Die Alternative kann jedenfalls nicht sein, die Hände in den Schoß zu legen. Wir müssen vielmehr alle Kräfte mobilisieren für den Neubau von Wohnungen. Dazu leistet dieses Gesetz einen wichtigen und konkreten Beitrag, meine Damen und Herren. Bei Lösung der Wohnungsnot ist aber, und das sollte heute deutlich werden, nicht nur der Bund gefordert. Gefragt sind auch die Kommunen. Sie müssen zügig ausreichend günstiges Bauland ausweisen. Sie müssen das Planungsrecht und die Genehmigungszeiträume wesentlich verbessern. Die Kommunen müssen bei der Festlegung der Grundsteuerhebesätze auch die Interessen der Mieter im Auge halten. Und wir haben im Land Kommunen, die erfinden zusätzliche Sozialmodelle ohne jeder gesetzlichen Grundlage, meine Damen und Herren. Das heißt, für diese Modelle ist der Gesetzgeber im Bund zuständig. So bringt man preisgünstiges Wohnen zum Scheitern. Deswegen muss es austariert sein. Denn natürlich ergibt das zwangsläufig höhere Nettomietpreise, insbesondere für die Mieter, die nicht am Sozialmodell teilhaben können. Im schlimmsten Fall führt das zu einem Adventismus, weil sich die Investition nicht mehr darstellen lässt. Wer sich danach hinstellt und lautstark über Wohnungsmangel, über Wohnungsnot klagt, handelt nach meiner Ansicht unredlich. Dies alles gilt auch für bei der anstehenden Grundsteuerreform letzten Endes eine vernünftige Lösung zu schaffen. Ein Modell, das letzten Endes zu deutlichen Mietpreiserhöhungen in Ballungsgebieten führt, ist nach unserer Auffassung inakzeptabel. Das bislang vom Bundesfinanzministerium vorgelegte Reformmodell einer wertabhängigen Grundsteuer wäre unter dem Gesichtspunkt nicht nur ein Bürokratiemonster, sondern bedeutet Miet- und Steuererhöhung auf breiter Front, meine Damen und Herren. Deswegen sagen wir, das ist mit uns nicht zu machen. Wir wollen keine Steuererhöhungen und Mieterhöhungen in den Ballungszentren, meine Damen und Herren. Gefragt sind aber auch die Länder. In den vergangenen Jahren haben die Länder gewissermaßen einen Wettbewerb in der Grunderwerbsteuer
nach oben deutlich werden lassen. Zum Teil wurde die Grundsteuer verdoppelt. Das sind Kosten, die am Ende die Neubaumieten in die Höhe treiben. Letzten Endes, wenn in Berlin 6,5% Grunderwerbsteuersatz, in Bayern 3,5%, in Sachsen 3,5% ist, dann ist das in Berlin natürlich eine Mietpreiserhöhung durch die Hintertür, meine Damen und Herren. Auch das gehört zur Wahrheit und muss hier ausgesprochen werden. Und meine Damen und Herren, auch nach Verabschiedung dieses Gesetzes müssen wir weiter über Wohnungsbau reden, auch darüber, wie wir mittel- und langfristig noch mehr Investitionen in den Wohnungsbau auf neuem Niveau halten. Ich halte deshalb unter diesem Aspekt eine Anhebung der linearen Abschreibung von derzeit 2 auf mindestens 3% jährlich in der Zukunft langfristig für unabdingbar erforderlich. Dabei würden wir eine Angleichung der AFA an den tatsächlichen Werteverzehr erreichen und langfristige Impulse setzen. Ein Werteverzehr von heute 50 Jahren ist allein bei der Haustechnik auf 30 Jahre zu kürzen. Deswegen ist es notwendig, dass wir auch hier weiter voranschreiten. In diesem Sinne darf ich Sie bitten, diesem Gesetz heute zuzustimmen, im Interesse der Menschen, im Interesse der Bekämpfung der Wohnungsnot, damit dieser Tag ein guter Tag für Wohnungssuchende in Deutschland wird. Meine Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Hans Michelbach, der hier noch mal ganz vehement für diesen Gesetzentwurf geworben hat, der Bundesregierung, über den jetzt abgestimmt wird in der Plenarsaal, der ist hier voll geworden. Es steht ja auch eine namentliche Abstimmung zu einem Änderungsantrag der Grünen an. Der Finanzausschuss empfiehlt in seiner Beschlussfehlung auf Drucksache 6140 den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksachen 4949 und 5417 in der Ausschussfassung anzunehmen. Hierzu liegt ein Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90 Grüne auf Drucksache 6156 vor, über den wir zuerst abstimmen. Es ist dazu eine namentliche Abstimmung verlangt und ich bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, die vorgesehenen Plätze einzunehmen. So, der Bundestagsvizepräsident Hans-Peter Friedrich hat das Prozedere erläutert, bevor über den Gesetzentwurf abgestimmt wird zur steuerlichen Förderung des Mietwohnungsbaus. Muss ein Änderungsantrag abgestimmt werden? Die Grünen, die hatten ja hier gesagt, die Mietobergrenze für diesen geförderten Wohnungen, die sei ja nicht vorhanden, weil es sich ja um einen Neubau von Wohnungen handelt. Deswegen gilt die Mietpreisbremse nicht. Und Ziel dieses Änderungsantrages der Grünen ist es, entsprechend mindestens eine Begrenzung auf die ortsübliche Vergleichsmiete sicherzustellen. Sie sehen es hier, man gruppiert sich um die Wahlurnen und Sie sehen, beziehungsweise sahen eben noch den Fraktionsvorsitzenden der Grünen, Anton Hofreiter, der eine blaue Stimmkarte in der Hand hat. Blau entsprechend ja, denn die Grünen, die verlangen ja eben diese Änderung und sie stimmen natürlich ihrem eigenen Änderungsantrag zu. Andere Abgeordnete sehen Sie hier der Koalitionsfraktion, die eine rote Karte in der Hand haben. Das ist entsprechend das Nein zu diesem Änderungsantrag. Sie sehen viele rote Karten. Und wenn Sie die Debatte verfolgt haben, dann wird es hier wahrscheinlich keine Überraschung geben. Und die Mehrheit hier, die Koalitionsfraktionen, werden mit ihrer Mehrheit diesen Änderungsantrag der Grünen wahrscheinlich ablehnen. Aber da es ein Änderungsantrag zum Gesetzentwurf direkt ist, muss erst ausgezählt werden, wenn die Abgeordneten hier alle ihre Karten eingeworfen haben. Und deswegen wird es hier eine kurze Sitzungsunterbrechung nach dieser namentlichen Abstimmung geben von etwa, ja, vielleicht 10 bis 15 Minuten, je nachdem, wie schnell ausgezählt wird. Also deswegen wird es ein bisschen dauern, bis es dann hier weitergeht.